Hallo, ich sitze heute mal vor einer anderen Kulisse und zwar vor unserem Kamin. Ich zeige euch heute meine Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Bitte schreibt mir nicht, ja, du zeigst es ja nur, um damit anzugeben oder so, sondern ich mache das wirklich nur, weil das wirklich sehr oft angefragt wurde und ich auch selber sehr gerne solche Videos gucke. Also ich mache das jetzt wirklich nicht, um damit anzugeben und haha, ich habe das und ihr nicht, sondern nur, weil das so viele sehen wollten. Ich kann euch jetzt ein paar Geschenke noch nicht zeigen, aber ich werde das gleich noch mal erklären. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit meinen Weihnachtsgeschenken an, und zwar mit dem, was ich von meinen Eltern bekommen habe. Und zwar habe ich einmal dieses Buch bekommen, was ich mir gewünscht hatte, von Nicholas Sparks, das Leuchten der Stille. Ich habe das auch schon längst durchgelesen und ich muss sagen, das ist echt ein schönes Buch, wobei ich finde, dass Wie ein einziger Tag mir mehr gefallen hat. Also das ist ganz schön gewesen zumal zum Lesen, aber irgendwie, also ich musste kein einziges Mal so richtig weinen und ich hatte mich eigentlich schon so drauf gefreut, dass ich so weinen muss. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Buch. Dann habt ihr ja schon gesehen, dass ich das besitze, und zwar den MAC Studio Finish Concealer von, ja, MAC in der Nummer NC30. Ich wusste schon vor Weihnachten, dass ich den bekommen werde, weil ich war halt so mit meiner Mutter in Münster und dann ist mir plötzlich so eingefallen, dass ich mir ja was von MAC wünschen konnte. Und ich möchte diesen Concealer schon richtig lange, also ich überlege schon richtig lange, ob ich mir den selber kaufen sollte. Der kostet halt 19 Euro. Und dann dachte ich mir so, das könnte ich mir nochmal zu Weihnachten wünschen. Dann bin ich mit meiner Mutter da hingegangen, habe ihr das so gezeigt, musste sie ein wenig überreden und dann schließlich meinte sie, ja, okay, dann ist das halt ein Weihnachtsgeschenk für dich. Ja, was mich jetzt aber mega daran nervt, ist, ich habe mich extra dort beraten lassen, was für eine Nummer bzw. Farbe ich brauche. Und sie hat halt so ein bisschen bei mir ausprobiert und meinte dann letztendlich, dass ich diese Farbe hier, also dass diese Farbe gut zu mir passen würde. Und dann, als ich das halt so ein paar Mal benutzt habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, oh, das ist zu dunkel. Und das ist jetzt halt so richtig scheiße, weil es ist halt so nicht sehr viel dunkler, aber schon so ein Ticken dunkler und ein bisschen zu gelbstichig für mich, obwohl ich selber auch eine gelbstichige Haut habe, aber es ist ein bisschen zu krass. Und das finde ich halt so ein bisschen nervig im Endeffekt, vor allem weil das auch so teuer war. Und ich muss dann halt immer noch mit so ein bisschen helleren Concealer drüber gehen, um das auszugleichen. Und das finde ich halt so ein bisschen blöd. Aber trotzdem ist das echt ein guter Concealer. Also ich bin froh, dass ich den habe. Dann habe ich zwei Sachen bekommen, die ich jetzt nicht zeigen kann. Und zwar zum einen habe ich das Parfüm bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Ich verlinke euch nochmal dieses Wunschdings-Video von mir in die Infobox. Da sage ich nochmal, was ich mir als gewünscht habe. Und man erkennt, dass sie sich das Video angeguckt haben. Also auf jeden Fall habe ich dieses Parfüm bekommen von Tresor. Warte, wie heißt das nochmal? Habe ich jetzt vergessen, ich schreibe das hier irgendwie nochmal hin. Aber, also das habe ich echt noch niemals gehört. Sie hat es gekauft und dazu gab es noch so eine kleine Schatulle von Lancôme mit so einem Lipgloss, einem Kajal und einer Wimperntusche in so Probiergrößen. Sie hat es gekauft und dann hat sie es versteckt und sie findet es nicht mehr wieder. Ja, das ist etwas scheiße, weil es ist jetzt hier irgendwo in dem Haus und wir finden es einfach nicht mehr wieder. Wir haben wirklich schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt, aber es ist verschwunden und ich weiß echt nicht, sowas habe ich echt noch niemals gehört. Ja, da muss ich halt jetzt gucken, ob ich das irgendwann mal wiederfinde in meinem Leben. Aber das habe ich auf jeden Fall noch bekommen. Und dann habe ich noch das Van Rieke Armband mit dem Kleeblattanhänger bekommen. Ich verlinke euch nochmal unten den Link davon rein in die Infobox, damit ihr gucken könnt, wie das aussieht. Da ist das Problem. Sie hat das pünktlich vor Weihnachten noch bestellt, also dass es halt wirklich pünktlich ankommt. Und hat das Geld überwiesen und alles. Und dann meinte halt die Frau dann, also die Frau von diesem Shop dann, ja, wir haben das jetzt irgendwie doch nicht auf Lager und wir müssten das nochmal neu bestellen und das dauert nochmal 4 Wochen. Und jetzt hat es halt letztendlich noch mehr als 4 Wochen gedauert und das müsste jetzt halt irgendwann mal jetzt in der nächsten Woche ankommen. Aber da habe ich mich wirklich mega drauf gefreut und ich freue mich jetzt schon so, wenn es endlich da ist. Ja, also das waren die Sachen, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Finde ich, ist ziemlich viel, vor allem weil mein Geburtstagsgeschenk auch sehr teuer war. Aber das kommt jetzt gleich erst. So, dann habe ich von meinem Bruder
den Film Wie ein einziger Tag bekommen. Ich weiß ja, dass ich mir das auch gewünscht habe. Und der Film ist so, 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 so schön. Ich habe wirklich so krass geweint, als ich den gesehen habe. Und da habe ich mich echt mega drauf gefreut. Also den könnte ich mir wirklich jeden Tag reinziehen. Ich würde wieder aufs Neue weinen. Ich liebe diesen Film. Ja. Dann habe ich von Leonie was bekommen. Und zwar hat sie mir so einen Kalender gemacht. Da habe ich mich so mega drauf gefreut. Ich finde eigentlich immer solche Geschenke richtig toll. Und ich mag, also ich freue mich da immer genauso viel, sogar mehr drüber als so etwas Teures. So sieht er von vorne aus. Ich kann euch auch nochmal die nächste Seite zeigen. Da Sweet 16 mit einer Krone. Und ja, das hatte ich einmal bekommen. Und dann habe ich mich schon so richtig drüber gefreut. Da habe ich halt so durchgeblättert. Und auf der zweiten Seite hat sie dann noch so Sachen drauf geklebt. Und zwar zum einen, also das sind so Sachen, über die wir uns selber so unterhalten haben davor. Und wo ich halt so meinte, dass ich das voll schön finde. Also zum einen, Moment. Diese Kette, die kennt vielleicht manche von euch, die ist von H&M. Und die ist so golden, hat hier vorne dieses schwarze Ding, was sich so drehen lässt. Und da haben wir uns halt so vorher drüber unterhalten. Wir haben die halt im Laden gesehen, da meinte ich halt, dass ich die voll schön finde und so. Also einmal die und dann noch so Ringe, die ich mir eigentlich selber kaufen wollte, aber wo ich dann letztendlich doch mit dem Geld gegeizt habe. Das ist so ein Set mit 4 Ringen. Einmal ist da so ein Hase. Dann ist da so Zweige. Und das auch nochmal in so einem Einzelnen. Und was ich so mega cool finde, dieser Wolf. Fuchs. Also, die waren in so einem Pack miteinander. Und ich finde die richtig, richtig schön. Also, die sind von H&M, die Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch kriegen könntet. Und da habe ich mich wirklich mega drauf gefreut. drüber gefreut. Dann habe ich von einem Freund eine Lidschattenpalette bekommen, so eine kleine von BU. Moment. So. Sie sieht so aus. Das sind halt so lila Fliedertöne. Eigentlich sind das richtig schöne Töne. Aber, also ihr seht vielleicht, dass ich die noch nicht benutzt habe. Die ist wirklich noch neu. Ich weiß irgendwie nicht so genau, was ich dazu, also wie man das so kombinieren könnte. So was mit Klamotten und so. Und deswegen kam ich doch bisher noch nicht dazu, die auszuprobieren. Aber an sich finde ich, ist das echt eine schöne Palette. Und da habe ich mich auch drüber gefreut. Dann habe ich, Moment, ich muss kurz was gucken. Ja, das wäre es jetzt eigentlich erstmal. Also das sind die Weihnachtsgeschenke. Und ich kriege wahrscheinlich noch etwas von einer anderen Freundin, aber das haben wir noch nicht geschafft, weil sie wohnt so ein bisschen weiter weg und deswegen konnte ich ihr auch noch nicht mein Geschenk geben und das ist also ein bisschen kompliziert, weil wir wollen uns das auch gerne so persönlich überreichen. Ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr tolle Geschenke, vor allem die beiden, die ich jetzt noch nicht hier habe, aber die werde ich hoffentlich auch noch irgendwann mal bekommen. Okay, das war jetzt nur ganz kurz meine Mutter. Okay, und dann kommen wir zu den Geburtstagsgeschenken. Und zwar habe ich zum Geburtstag von meinem Bruder eine Kette bekommen. Die ist, glaube ich, von Bijou Brigitte. Und das ist so ein Käfer. Finde ich richtig cool. Ja. Dann habe ich bekommen von einem Freund und einer Freundin so ein 15-Euro-Gutschein von Six. Und dafür habe ich mir auch schon was gekauft. Und zwar zum einen, Moment, so, falls ihr es erkennen könnt, diese Kette. Das ist so eine Silberkette und da hängt so ein ganz kleines Kleeblatt dran, falls ihr es erkennen könnt. Und ich wollte schon richtig lange so eine feine und zierliche Kette. Und die war reduziert von 15 Euro auf 5 Euro. Und die muss ich mir dann einfach holen. Und dann habe ich mir noch was für 10 Euro geholt. Und zwar diese Ballerina. Das ist so ein, so eine Art Schmuckständer. Ich finde ehrlich gesagt 10 Euro eigentlich zu viel dafür. Aber weil ich einen Gutschein hatte, dachte ich, haue ich mal das Geld raus. Und die finde ich richtig, richtig schön. Da kann man halt so ein paar Ketten so dranhängen. Also nicht so schwere, also so leichte Ketten wie diese hier zum Beispiel.
Und die finde ich ganz, ganz toll. Ja. Okay, dann habe ich. Okay, jetzt kommen wir erstmal zu dem teuersten Geschenk, was ich bekommen habe, was ich überhaupt jemals in meinem Leben bekommen habe. Dafür musste ich hohe Überredungskünste anwenden. Ja. Und zwar habe ich ein iPhone bekommen. Ah, ja, ein iPhone 4S. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich musste wirklich sehr, sehr lange überreden. Ich will schon richtig lange ein iPhone. Ihr seht vielleicht, dass es noch unbenutzt ist. Da hängt auch noch diese Folie dran. Okay, was ich dazu sagen möchte. Also ich habe, um das zu bekommen, musste ich einmal auf alle Taschengelderhöhungen verzichten und ich zahle auch 10 Euro im Monat noch was dazu. Nur leider kann ich es noch nicht benutzen, weil irgendwie gibt es momentan noch so ein Problem. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, was es jetzt genau ist, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und das dauert jetzt halt so ein bisschen, bis ich das benutzen darf. Und ja, es ist voll schrecklich, wenn man sowas im Haus rumstehen hat und man es nicht benutzen darf. Aber ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr darüber gefreut. Ihr wisst ja, dass, also vielleicht, manche wissen ja vielleicht von euch, dass mir ja mein Handy gestohlen wurde vor einer langen Zeit. Und dann habe ich halt so von meiner Cousine ein altes Handy bekommen. Und ja, deswegen ist es umso cooler, dass ich jetzt mal ein richtiges Handy, richtig cooles Handy habe. Und das wird jetzt auch erstmal ewig bei mir bleiben. Also ich brauche jetzt erstmal für die nächste Zeit kein neues Handy. Dann habe ich von meiner Mutter noch so 2 Büchlein bekommen. Also echt dieser Gedanke, einmal für die beste Tochter der Welt. Und ich wünsche dir einen Schutzengel. Vielleicht kennen ja manche von euch diese kleinen Bücher. Und ich habe, was ich auch richtig toll finde, so eine Rose bekommen. Und die blüht immer noch. Guck mal, wie schön die noch blüht. Und ich liebe, liebe, liebe Blumen. Und ich freue mich mal riesig über Blumen. Und die finde ich richtig schön. Ja. Ich glaube, das wär's jetzt. Also ich kriege noch was von Leonie zum Geburtstag. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und mehr ist das eigentlich auch nicht. Es ist auch eigentlich schon genug. So viel habe ich eigentlich noch nie bekommen. Und ja, ich finde meine Geschenke sehr toll. Ich hoffe, die gefallen euch auch. Wobei, sie müssen ja eigentlich mir gefallen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr könnt mir ja sagen, wie ihr den Hintergrund findet. Ich glaube, ich werde hier gleich noch ein paar andere Videos drehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Videostoff für die nächste Zeit. Und ja, ihr könnt mir ja schreiben, es würde mich mal interessieren, was war dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, das Weihnachtsgeschenk, was euch wirklich am meisten gefallen hat. Und das fände ich mal echt interessant. Ja, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!